Wieso ist das verfickte Bild unscharf? Hallo, ich bin Carla von Lemon Lovers und ich mache diesmal keinen Vlog, sondern backe heute Meringue. Meringue sind typisch französisch und da ich jetzt in Frankreich wohne, wollte ich mal was Französisches machen. Noch eine Zusatzinfo: bei diesem Rezept diesmal benutze ich Backpulver dazu, was ich vorher nicht gemacht habe. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil in manchen Rezepten nimmt man Backpulver, in manchen nicht. Ja, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und wollte euch einfach mitnehmen auf meiner Backreise. Tja, ich hoffe, euch gefällt's. Benötigt werden 4 Eiweiße, 350 Gramm Zucker, einen halben Teelöffel Backpulver, eine Spritztüte, diese hier ist von Lakeland, und einen sternförmigen Aufsatz. So, wenn wir alle Zutaten haben, kann es auch eigentlich schon losgehen. Dazu schlagen wir zuerst die 4 Eiweiße auf. Und zwar in einer Schüssel, die nicht aus Plastik ist. Weil bei Plastikschüsseln kann es sein, dass da noch Fettreste drin sind. Und das hindert daran, dass das Eiweiß halt aufgeschlagen wird. Hier habe ich jetzt eine Inox-Schüssel. Ihr könnt aber auch eine Glasschüssel nehmen zum Beispiel. Wichtig bei dem Eiweiß ist, dass man das langsam aufschlägt. Also nicht direkt auf höchster Stufe vom Mixer anfangen. Das Eiweiß in die Schüssel geben. Und dann kann es auch schon anfangen, aufgeschlagen zu werden. Das Eiweiß ist jetzt relativ fest. Sieht dann ungefähr so aus. Fällt auch nicht mehr aus der Schüssel raus. Und jetzt erst kommt der halbe Teelöffel Backpulver dazu. So, der halbe Löffel Backpulver wird langsam hineingerieselt. Jetzt wiegen wir den Zucker ab auf 350 Gramm. Okay, 351, es ist in Ordnung. Der Zucker wird jetzt ins Eiweiß gegeben, peu à peu. Am besten nehmt ihr einen Esslöffel und gebt Esslöffel nach Esslöffel, während ihr mixt, zum Eiweiß hinzu. Das dauert bestimmt so circa 10 Minuten. Okay. Sobald sich solche Spitzen formen lassen, ist die Masse fertig. So, wenn ihr das gemacht habt, stellt ihr den Ofen auf 100 Grad. Das wird jetzt eine sehr schmierige Angelegenheit. Dann haltet ihr das so. Also wenn eure Küche nachher aussieht wie Sau, habt ihr eigentlich alles richtig gemacht. Und jetzt fange ich an. In Form und Größe sind euch eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich habe hier etwas größere, etwas kleinere und dann noch so eine Schlangenform benutzt. Auf jeden Fall bei 100 Grad eine Stunde 45 Minuten jetzt backen. Ein Tipp von mir ist, dass man den Ofen in den ersten 45 Minuten nicht öffnen soll, sonst kann es sein, dass die in sich zusammenfallen. Das wollen wir nicht. Ja, backen die für anderthalb Stunden, nicht für eine Stunde und 45 Minuten bei 100 Grad.
hat und euch auch das Rezept sowie die Meringue gefallen haben, dann drückt den Daumen nach oben, das würde mich riesig freuen. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Kommentare, irgendwas zu diesem Video loswerden wollt, schreibt es unter das Video in die Kommentare rein. Ja, dann sage ich einfach mal bis bald, à la prochaine, bis zum nächsten Video. Ja, ich hoffe, euch gefällt's.